So, und da sind wir auch wieder zurück mit Mousebots gegen das Team Astralis. Ohne Sound, doch, da ist er. Also, ich weiß nicht genau, warum es jetzt so lange gedauert hat. Die Spieler waren eigentlich schon länger alle auf dem Server. Aber wahrscheinlich wohl noch irgendwie die Pause, die halt jeder haben wollte oder die Teams an sich haben wollten. Vielleicht gab es auch noch irgendwelche technischen Probleme. Ich kann es euch leider nicht sagen, denn wie gesagt, Chat ist hier immer nicht vorhanden. Solange wir auf den ESEA-Servern unterwegs sind. Die Map-Bezeichnungen sollten hier eigentlich nicht drin stehen. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, warum sie hier drin sind. Wir hatten ja gerade eben schon auf Mirage gesehen, wie es eigentlich ausschauen sollte. Also ohne dieses ganze Schreibzeugs. Aber das können wir jetzt leider nicht ändern. Dann werde ich den Overview einfach nicht benutzen. Aber ich kann ja auch so reinschalten. Gut, dann wird es ein bisschen unübersichtlich, aber ich denke mal, man kann es trotzdem noch erkennen, vor allem wenn ich hier schön drüber schmier. Sieht man sowieso, was ich euch meistens sagen möchte, irgendwie. So, Mausfall jetzt auf jeden Fall auf das 2. Ich denke mal, auch hier sind ihre Chancen gar nicht mal so schlecht. Auf Mirage wäre sicherlich ein bisschen mehr drin gewesen. Aber Astralis war im Endeffekt halt einfach wirklich zu solide. Häufig Double Kills, auch auf der CD-Seite, die wir gesehen haben. Also, dass halt ein Spieler einfach den Fehler eines anderen wieder ausbaden konnte, ohne halt dafür bestraft zu werden. Letztendlich dann Cage in die Offensiv. Sehr schön die ersten beiden Headshots in diesem Spiel. Auch wenn Chris Shay den Langspieler abholen konnte, steht man trotzdem unter großem Druck beim Aussehen. Jetzt weiß natürlich Astralis genau, was sie vorhaben. Chris Shay kann mit den Flashes auf jeden Fall seine, oder mit dem Granat noch seine Mates durchbringen, aber Cage setzt hier wieder einen hinterher, damit mittlerweile den dritten in dieser Runde. Jetzt muss Kerrigan auch mal zuschlagen. Aber trotz allem hat Cage in dieser Runde eigentlich schon komplett safe gemacht mit diesen beiden schnellen One-Clicks da oben in der Mitte und noch einen vierten hinterhergelegt. Wunderschöne Runde von ihm, 1:0 für Astralis. Boah, und das waren auf jeden Fall sauberste Bretter von Gagen. Also, puh, da gab es nicht allzu viel zu tun. So, da haben wir ihn auch direkt schon wieder, den Cajun. Mal schauen, ob da gleich wieder was passiert. Jawohl, den ersten Frag reißt er sich auch hier unter den Nagel. Ja, jetzt hat sich die Mausplatz halt ein bisschen verteilt. Haben einen Spieler Mitte unten rausgeschickt, einen dann kurz. Die anderen beiden Mitte oben schieben da jetzt auch noch nach. Ist, denke ich mal, auch die beste Variante, wenn sie jetzt einfach versuchen, so gut wie es geht, zusammen zu klumpen. Und dann einfach halt schön in einem Batzen irgendwo durchzuschieben. Allerdings sitzt die Nate von Cajun hier ebenfalls gut. Und da werden sie richtig schön gesandwiched, richtig schön von hinten und von vorne auseinandergenommen. 2:0 für Astralis. Auch diese Anti-Eco, diesen Anti-Force-Ball haben sie sauber durchgebracht. Und somit werden die Mäuse nochmal in die Sparrunde rein müssen. Sehr ekelhafte Runden, die sie jetzt gerade eben kassieren, weil Astralis einfach super solide steht. Und wie gesagt, die Pistol, die war halt schlecht holbar einfach, weil Cajun mit den zwei, allein die beiden Headshots am Anfang, bis du ihn halt überhaupt siehst, ist es dann schon zu spät, um noch auf ihn zu reagieren. Klar, man kann natürlich sagen, eigentlich hätte man ihn abdecken müssen und hätte ihn da rausnehmen können. Aber wenn man es halt nicht abdeckt, dann ist es da einfach schon zu spät. Zipex auch nochmal mit zwei schönen Frags in Richtung lang. Wird dann aber trotzdem rausgenommen gegen die Glocks. Okay, Jen, was ist denn los mit dem Schlingel? Schon wieder drei Frags jetzt hier von ihm und er hat insgesamt 9 Frags in 3 Runden jetzt gemacht. Also jeweils einen Triple Kill sozusagen. Sehr, sehr stark von ihm. Also wenn wir es jetzt durchschnittlich rechnen, natürlich war es in der ersten Runde 4, in der zweiten 2 und in der dritten Runde jetzt 3 Frags. Aber trotzdem, ganz, ganz starke... Ganz, ganz starkes frühes Spiel hier von ihm. Hat er seine Mates die Aufgaben sehr erleichtert, dass sie überhaupt kein Bombland oder sonstiges zustande kommt, sondern einfach richtig schön reingeknallt. Dennis jetzt zumindest mal einen Entry-Flag setzen können lang. Man versucht also darüber das Ganze hier aufzuziehen. Sie konnten die Breda über den Haufen fahren und jetzt natürlich sofort den Druck aufrechterhalten. Das ist immer das Wichtige. Wenn man die Langkontrolle bekommt und da wirklich raus möchte mit allen Spielern, dann auch raus. Nicht irgendwie stehen bleiben oder sonstiges. Oh mein Gott, Cajun mit dem No-Scope. Double Kill einfach so, um Gottes Willen. Der zerlegt ihnen hier gerade das komplette Early Game, wenn man es so nennen kann, in Anführungszeichen. Oh, Next wird verbrennen, Chris Shay und auch noch zu allem Überfluss sein Mate up. Sowas passiert halt dann auch noch, wenn es schon scheiße läuft, dann kommt Pech auch noch dazu. Ja, und Kerrigan muss dann nur noch hier den Rest machen. Sehr schön von KGNB, dieser No-Scope an der Smoke vorbei. 4:0 für Astralis.
Jetzt muss halt mal was wieder in die Eco rein. Ah, das wird ein bitterer Map-Start für sie hier. Zipix, sehr schön, dann lange sofort den erst wieder aufgehalten. Jawohl, Cajun und Device machen damit auch einen ziemlich guten Job bisher. Auch wenn Cajun jetzt noch ziemlich low geschossen wird, aber Kerrigan pusht hier sofort und die Flash ist in der Mitte, ey, die machen Party. Ja, da ist aber nur blind. Hand hochhalten, hoch die Hände, Wochenende. Und dann werden sie da auch schon zusammengefahren. Also somit 5:0 zu diesem Map-Start und bisher ist es halt einfach RIP. Ja. Aber da gab es echt noch nichts zu tun. Sie werden komplett über den Haufen geschossen, bis hierhin noch. Das kann ja schnell mal passieren, so ein 5:0 kann super schnell entstehen. Jetzt gilt es halt einfach bloß nicht frühzeitig da die Motivation verlieren oder sonstiges, sondern einfach hier sie nochmal schön zusammenreißen und jetzt loslegen mit dieser zweiten Waffe und am besten. Klar hat man jetzt schon einiges an Geld sich angelegt bei Assault, einfach weil sie halt immer so ja, eindeutig durch diese Runden durchgekommen sind. Aber das ist natürlich jetzt kein Argument dafür zu sagen, okay, wir holen die Runden jetzt einfach nicht, sondern wir lassen sie weitermachen. Das wäre natürlich Quatsch. Jawohl, und das läuft auch. Chris J und Nico zweimal den Baseball einfach komplett leer geräumt. So schnell kann es bei Nico manchmal gehen. Und damit ist die Runde auch schon wieder vorbei. Ja, da seht ihr jetzt, wie sehr das halt immer hin und her gehen kann bei solchen Matches. Gerade eben holt Astralis die Runden noch flawless, komplett easy, als wäre es das Einfachste der Welt. Und jetzt werden sie einfach flawless aus der Runde rausgeschossen. Von Dupree lässt sich da gar nicht beeindrucken von nix, versucht da seine Waffe rauszunehmen. Ich glaube, man sollte es jetzt auch zum größten Teil dann sein lassen beim Mouseboards hier mit irgendwelchen Hunting-Aktionen, einfach weil sie selbst nicht das Geld haben, dass sie sich das jetzt hier leisten können, die ganzen Waffen noch zu verlieren. Also lieber einfach die beiden durchkommen lassen. Man kann so oder so kaufen bei Astralis, ja, die haben Geld ohne Ende, die haben den Geldspeicher voll. 5:1. Verzögerung haben wir. Also zu euch habe ich aber 30 Sekunden quasi eingestelltes Delay. Das muss bei der ESL so sein. Kann ich leider nicht ändern. Das heißt also, ihr seht immer alles erst 30 Sekunden später. So, Dennis wollte einen Energy Break setzen, aber das war halt eine sehr schwere Situation für ihn. Also da schneller zu reagieren als Device ist schwer, weil er dich einfach früher sieht. Ja. Und Device nutzt hier. Der nutzt ja jedes kleine Zentimeterchen Haut aus. Und wenn er nur einen Pixel vorbeischauen, würde er dich einfach trotzdem abholen. Und wieder zwei Frags hier setzen können. Wäre natürlich jetzt bitter für Maus, da direkt die Gegenrunde zu kassieren. Klar, sie sind sogar flawless. Nee, nicht ganz flawless, sondern zu viert durchgekommen. Deswegen geht's geldtechnisch noch einigermaßen. Aber trotzdem wäre es unschön, sie einfach abzugeben. Cajun hat sich da sehr close an die Smoke angestellt. Konnte also dementsprechend durch den Überraschungseffekt einen Frag setzen. Aber Zipex rennt da einfach rein. Setzt auch hier wieder den Kill und somit ist es Chris J alleine gegen 3. Schwierige Runde für ihn, wenn er aber B schnell picken könnte. Hätte er eventuell die Chance, dann nochmal die Bombe zu planen und das Ganze dann auszuspielen. Aber Device sitzt da schon mit seiner Awe und hat den richtigen Moment erwischt, um rumzugehen. Chris J unvorbereitet erwischt. 6:1 für Astralis. Ja, die Dänen haben mir wirklich einen super guten Einstieg erwischt. Also einen richtig, richtig guten. Ich glaube, viel besser wäre es gar nicht gegangen für sie. Ja, und Cajun hat einfach mal schlanke 13:0. 13:0. Noch nicht gestorben bisher. Und auch 13 Kills aus 7 Runden ist ziemlich hart. Gut, aber auf der anderen Seite musst du sagen, er hat in den ersten 3 ja schon 9 geholt. Und da jetzt quasi in den anderen Runden nur insgesamt 4 gemacht. Aber die Doppel-AWP, die Mitte unten einfach komplett zerlegt. Jay sucht nochmal nach einem Kill, aber er bekommt keinen. Cajun und Device rasten komplett aus, alle beide. Device mit 3, Cajun mit 2, das hat er wahrscheinlich gehört. Jetzt, er guckt wahrscheinlich den deutschen Stream und da gehört, jo. Was sagt ihr ja von wegen wenig Frags? Nix ist. Spielt Device nur noch AWP jetzt? Ja, Device ist eigentlich schon seit längerer Zeit die Main-AWP hier sozusagen. Es war vorher immer so, dass Kerrigan die ab und zu übernommen hat. Aber ich glaube, mittlerweile sind sie echt zum großen Teil dazu übergegangen, entweder Device und oder Cajun B. Oh ja, das war's dann mit der Waffenrunde B-Rush.
Zwei verbrennen, einer wird sofort nochmal dazu rausgenommen von Kerrigan. Der räumt hier einfach wieder alles sauber auf und somit wird auch diese hier wieder komplett gegen die Wand laufen. Ich weiß noch nicht so genau, was mit Maus da los ist, aber die weiß, oder insgesamt Astralis wirkt auch wirklich stark überlegen im Moment. Also sie werden komplett zusammengefahren und das ist glaube ich nicht so ganz das, was man da vorher erwartet hat beim Mausports. Und ich glaube auch, das war nicht wirklich das, was die Zuschauer auch erwartet hatten, was ihr auch erwartet hattet. Ich meine, einige haben ja vorher auch schon geschrieben, ja, man hat halt wahrscheinlich ganz gute Chancen und so weiter. Und das war auch sicherlich nicht verkehrt, aber jetzt im Moment sieht es nicht gut aus. Aber wir wissen ja warum, weil momentan einfach Taktiken gesaved werden fürs Major. Kappa, schön von Device, die Probleme haben einen nachgesetzt. Ja, wir merken jetzt auch schon, jetzt wird das gerade langsam lockerer im Spielstil. Das ermöglicht Nico hier halt die ganzen Bigs, oh mein Gott, einfach so Drehung in Human Reactions oder was? Nico, are you kidding me? Sehr schön. 4 Kills insgesamt in dieser Runde und das passiert halt, wenn du zu fahrlässig wirst. Einfach klar. Man ist bei Astralis safe, solange sie ihren Spielstil einfach runterspielen. Solange sie einfach ihren Standard spielen. Aber wenn sie jetzt anfangen, solche blöden Aktionen mit reinlaufen zu machen, dann wird's hier RIP. Sowas kann Nico einfach ausnutzen. Dafür ist er halt zu gut, als dass du ihn da einfach YOLO pushen könntest. Und wenn er seine Deagle in der Hand hat, dann, holst du doch einfach mal das ganze Team weg. AWP Angie Flag sitzt erneut. So, und jetzt haben wir zumindest, also die Überzahlsituation warte gerade noch ein bisschen ab, denn wie gesagt, man hat halt festgestellt, Astralis spielt jetzt ein bisschen mehr YOLO. Vielleicht können sie da also noch irgendwie einen offensiven Spieler rauspicken, das funktioniert, aber momentan nicht so wirklich, denn Astralis versucht sich da bedeckt zu halten, wenn dann mit Flashes nochmal irgendwo rumzuziehen, Dupree und mehr ist es, der da unten sitzt. Und die Weiß sind die beiden, die jetzt dann gleich lang wahrscheinlich aufhalten müssen, wenn Mousebots da wirklich durchfahren möchte. Oh, aber Nico, der macht es jetzt einfach alleine. Er nimmt einfach die ganze TFT alleine in die Hand. Wieder den zweiten Track hinterhergesetzt, aber diesmal ist Dupree auch mit der AWP hier on point, also selbst das kann er sogar. Aber Speedy nimmt ihn dann letztendlich trotzdem raus. Also die Position einfach zu schlecht gewählt. Zipex hier trotzdem mit einem Refrag. Immer noch die Überzahlsituation für Maus. Und sie haben den Spot hier eigentlich ganz gut in die Zange genommen. Die Bombe ist schon mal geplantet und Dennis wird hier noch verspätet über kurz nachkommen. Und das könnte sie hier eventuell nochmal die Runde kosten, wenn Dennis jetzt ein bisschen Gas gibt. Das Problem ist dann, dass der Spieler jetzt gerade schon runtergedroppt ist. Zipex hat die Steps auch schon gehört, kann damit definitiv ansagen, einer ist kurz. Und jetzt hat Dennis seinen Moment irgendwie absolut verpasst. Steht jetzt auch ziemlich offen da. Chris J kann aber zum Glück das Duell gegen Kerrigan gewinnt, ein sehr, sehr wichtiger Faktor hier, um da trotzdem auch die Runde für sich entscheiden zu können. Zipex versucht alles. Den ersten Blick da draußen, die Bombe liegt nicht für Dennis. Er versucht durchzuziehen, angefaked. Jetzt geht er nochmal ran, jawohl. Und der Molotov breitet sich nicht weit genug aus. Die Kiste ist dazwischen, er kann hier durchziehen. 9. Runde für Astralis, diesmal war es knapp, aber letztendlich trotzdem gewonnen von den Dänen. Und somit müssten sie bei Maus wieder ordentlich Geld aus der Kasse gezogen haben. Wir sehen es, Nico hat auf jeden Fall genug. Chris J könnte auch noch kaufen, Chris J könnte sogar eine legen. Damit könnte man sich es eigentlich überlegen, weil auch Nico hätte genug Geld, um eine zu droppen. Ah, wer kauft sich lieber wieder die AWP? Auch Chris J holt sich eine. Hat aber trotzdem nochmal eine AK weitergelegt. Und Next spielt einfach nur mit der Pistole. Ja gut, er hat bisher sowieso noch keinen Frag geschafft. Also sagt man sich vielleicht, ja, wenn er sich heute nicht so sicher ist, dann müssen wir jetzt einfach mal auf die Doppel-AWP gehen, weil wir damit das Gefühl haben, dass wir besser durchkommen. Ich habe es ja gerade bei Nico gesehen, der halt einfach reinfährt und einen nach dem anderen einen nach dem anderen auch mit der AWP rausnimmt. So, ab durch die Mitte ist das Zauberwort in dieser Runde, oder soll es zumindest sein. Mal schauen, ob es auch so gut funktioniert, wie Maus sich das vorstellt. Die Weiß konnte sie auf jeden Fall schon mal rauspicken. Dennis sehr schnell mit dem zweiten Frag und damit ist man auf dem B-Spot drauf. Also der war jetzt schon das zweite Mal angreifbar. Sind ja auch vorhin schon mal rausgepusht. Gut, einmal wurden sie halt komplett zerlegt, als sie diesen B-Rush gespielt haben, wo zwei direkt durch den Molotov abgebrannt sind. Kerrigan noch einen hinterherlegt und man halt dann die Runde trotzdem sofort abgibt, aber diesmal kommt man wieder schön drauf. Sollte damit die Runde Nummer 3 für sich entschieden haben, Astralis wird weiterhin kein Geldproblem haben. Auch wenn es jetzt langsam, aber sicher knapp wird mit den 3 gesaveten Waffen, ist auf jeden Fall wieder eine Kaufrunde drin, gar keine Frage. Der Loser-Bonus steigt ja auch, ne, obwohl steigt überhaupt nicht, Moment, das ist die Gegenrunde, die gerade geholt wurde. Das war natürlich nicht richtig, 1400 gibt es da nur aufs Konto der Dänen drauf. Dupree macht hier nochmal ein bisschen Stress zum Ende der Runde hin.
Ja, wenn der Stream bei euch wirklich laggt, ich weiß, wahrscheinlich werdet ihr mich sowieso jetzt nicht verstehen, wenn der Stream bei euch laggt. Versucht einfach zu refreshen. Es bleibt doch nichts anderes übrig. An uns liegt es nichts, bei mir kommen alle Frames durch. Es geht alles an den Twitch-Server soweit. Wenn dann, also ist es halt wieder ein Problem von Twitch, schön der Teamlife übrigens. Da hilft halt, ist wirklich nichts, außer zu hoffen einfach. Entweder liegt es halt an eurem Provider, weil die Leitungen einfach überlastet sind. Jetzt um die Stoßzeiten halt, um 20 Uhr oder um 8:30 halt. Oder ihr versucht zu refreshen, dass ihr eventuell einen Server erwischt, zu dem ihr besseres Routing halt habt und dass es dann deswegen besser läuft. Aber mehr kann ich euch leider auch nicht ans Herz legen jetzt momentan, wenn es wirklich überhaupt nicht geht bei euch. Ich kann da leider nichts dagegen tun und habe auch überhaupt keinen Einfluss drauf. So, dann ist in der Mitte, jawohl. Angiefrag sitzt also erneut mit der AWP. Das funktioniert ja bisher ziemlich gut. Also das ist auf jeden Fall was, mit dem Astralis momentan leichte Probleme hat, dagegen irgendwie anzukommen. Was mich eigentlich wundert, weil ich schätze jetzt eigentlich nie als das Team ein, was sich halt von AWPs alleine schon aus dem Konzept bringen lässt. Die weiß, wusste nicht genau, was er abdecken soll, ob er da mit einem B-Split rechnen soll oder ob sie direkt nur aus der Mitte kommen. Hat auf jeden Fall die falsche Entscheidung getroffen. Das Bessere ist halt dann wirklich richtig reinzupushen auch direkt, weil sonst hast du halt trotzdem keine Chance. Du hast es ja genau, also wir haben es gerade genau gesehen, was mit Device halt passiert ist. Aber von außen ist das immer leicht gesagt. Ich wusste halt auch genau, wo die Gegner kommen, deswegen kann ich auch die richtige Entscheidung treffen. Ihm fehlt halt diese Information, weil er nicht weiß, ob noch jemand aus Katas nachkommt oder halt eben nicht. Und deswegen wurde er da auch so souverän abgeholt. Damit also die vierte Runde für Mousebots, die zweite in Folge. Ob sie da noch mehr draus machen können. Nico wurde da sauber von Cajun rausgenommen. Der ist bisher zweimal nur in diesem Match gestorben. Und ich denke mal, bei diesen beiden Toten wird es auch bleiben. So, wieder drei Waffen gesaved, wieder kann dadurch also gekauft werden bei Astralis. Das ist halt ein bisschen das Problem momentan für Mousebots, dass sie einfach nie halt mal gegen eine Eco spielen können. Das heißt also so wirklich zurücklehnen gibt es hier irgendwie nichts, sondern man muss halt immer komplett gegen diese Waffenrunden spielen und das ist halt echt unangenehm auf Dauer. Dennis und Nex haben sich da an Lange aufgestellt, wollen da eventuell gleich mit dieser Flash rausgehen, die sie sich selbst legen werden. Oh, die Nades. Dennis mit 45 HP, Nex mit 69, jetzt nochmal die Brandgranate hinterher, die hat sich noch nicht ausgebreitet, aber Dennis, glaube ich, muss da noch ein bisschen aufpassen. Bitte auf jeden Fall schwitzen, Sapix hat die Nade nicht wirklich abbekommen, dann kommt sofort die Flash hier rein, oh mein Gott, und da ist der Double Kill von Sipex. Wunderschön, und damit haben wir bei Nex mittlerweile 0-12, er kommt überhaupt nicht hier rein ins Spiel. Aber gut, also ganz ehrlich, bei der Aktion ist gerade, kann man mir auch wieder keinen Vorwurf machen, ich meine, dass Sipex einfach reinholzt und halt zwei mitnimmt, da kann er nichts dagegen machen. Ja, Punkt. Ich erinnere mich wieder gerne, ich hatte auch mal so ein das 2 Match, da stand ich tatsächlich auch 0-12. Hatte am Schluss dann 15-16 oder irgendwie sowas, als dann die T-Hälfte vorbei war und bin aufgestiegen sogar noch in dem Match. Ja, obwohl ich am Anfang so reingeschissen habe. Und ich habe echt schlecht gespielt. Wirklich, richtig schlecht. Also so richtig bad. Die Moral aus der Geschichte, ich weiß es nicht. Irgendwie glaube ich, ist dieses Ranking-System ein bisschen random. Egal wie du in einem Match bist, es kommt wirklich nur darauf an, ob du gewinnst oder verlierst. Sonst kann mir das irgendwie keiner erzählen. So, Speedy hat zwar nochmal einen schönen Double-Kill gemacht, aber letztendlich konnte die Runde nicht für sich entscheiden. 4 gegen 1 war einfach zu viel im Endeffekt. Ist auch ganz normal, weil die Spieler von Astralis werden ihn hier nicht so einzeln reinfacen, dass er da die Chancen bekommt, wirklich jeden einzeln rauszupicken. 10 zu 4 damit für die Dänen. Ja, und sie steuern halt auch hier wieder auf eine recht eindeutige Halbzeit hin. Und ich weiß nicht, ob Mousebots sich davon holt, weil ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass sie halt gut auf die T-Seite reinfinden, dass sie da halt viel Damage anrichten können und Astralis so ein bisschen ins Wanken bringen, aber bisher sieht das noch nicht so super aus. Und ich meine, allzu viel ist jetzt nicht mehr drin. Ja, ein 10 zu 5 maximal. Was
Apex da vorne entlang positioniert, wird aber von Nico rausgenommen, ein bisschen zu oft dann reingefaced im Endeffekt, aber sie wollten unbedingt diese Kills. Sie haben auch extrem viel Schaden angerichtet, wenigstens konnte man sich so weit runter traden, dass es halt ein 2 gegen 2 ist. Das ist okay, auch wenn sie sich eigentlich ja Besseres ausgemalt hätten halt. Dadurch, dass man diesen langen Dreier-Stack gespielt hat letztendlich. Okay. Wow, ich wundere mich gerade, warum ich nicht auf Cajun B wechseln kann und drücke einfach die ganze Zeit die Taste 4. Totally RIP. So, Device und Cajun. Die beiden haben sich da richtig positioniert und es geht ja auf jeden Fall an A voran und das wissen sie natürlich spätestens nach diesem Molotov auch nochmal. Cajun ist sich nicht ganz sicher, ob er nochmal vielleicht in die CD-Base schieben soll oder ob er vielleicht auf kurz noch gepusht wird. Deswegen also jetzt der Blick nochmal nach hinten mit dem Molotov würde er wahrscheinlich noch ein bisschen verhindern können, dass hier irgendwas passiert. Oh, next. RIP. Ja, das ist halt auch so bitter wieder. Weißt du, da kann halt auch wieder nichts machen. Er kann die Bombe planen und dann ist halt Schluss. Wenigstens Chris J kriegt dann den Kill. Und somit kann es hier sauber 1 gegen 1 ausspielen. Er weiß höchstwahrscheinlich, dass Cage in die ABP dabei hat. Geht hier aber trotzdem lieber in den Nahkampf. Möchte ein bisschen Dreist spielen und dann über den ersten Break sofort oder den letzten Break hier sofort setzen. Cage gegen Chris J hat die USP bereits raus. Nimmt ihn mit. Kann die Bombe diffusen und somit 11 zu 4 zur Halbzeit. Nex hat wenigstens noch diesen einen Kill durchbringen können, aber man muss auch wirklich sagen, er hatte echt viele blöde Situationen, wo du auch nicht unbedingt mit einem Kill rausgehen kannst, ganz ehrlich. Also das sage ich jetzt nicht bloß, um ihn da irgendwie zu schützen, sondern es war wirklich so. Ja, 11 zu 4 einfach zur Halbzeit, weil die Frage dann nochmal kam, was ich momentan für einen Rang habe. Im Moment bin ich LE, es war halt so, dass ich nach diesem Rank-Update, also vor dem Rank-Update war ich noch Supreme. Dann habe ich einfach nicht mehr gespielt, bis ich keinen Rang mehr hatte. Und zwar echt lange. Also ich habe den verloren und habe wirklich einfach 2-3 Monate überhaupt keinen MM mehr gespielt. Bevor ich dann wieder eingerankt wurde, habe ich halt 2-3 verloren, dann war ich Doppel-AK und jetzt habe ich wieder ein bisschen hochgespielt, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich spiele es halt jetzt nicht so aktiv Matchmaking, also ich spiele jetzt nicht unbedingt hundertprozentig drauf, dass ich halt aufsteige, sondern ich spiele ab und zu einfach mal mit Kumpels halt, einfach ein bisschen YOLO. Und dementsprechend ist mir der Rang jetzt auch nicht unbedingt so hundertprozentig wichtig. Ne? Not like this. Ja, warum Chris Jay da wirklich gerade Richtung Spot gegangen ist, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er einfach ein bisschen überraschend halt Cajun einfach da ein bisschen... Wow, wollte überraschend Cajun einfach ein bisschen überraschen. Muxer 2016. Nee, was ich damit eigentlich meinte, dass er halt Cajun einfach ein bisschen aus dem Konzept bringen wollte, aber das hat überhaupt nicht funktioniert halt. Cajun hat richtig darauf reagiert, einfach die USP rausgenommen und ihn halt weggeböllert. Man hätte es auch von lang ausspielen können. Das Problem ist halt, dass er ein Select AWP-Duell dann hätte müssen. Also von dem her war vielleicht das ein bisschen Intention für ihn, da offensiv zu gehen. Man weiß es nicht, man steckt nicht mit Spieler drin, deswegen kann man es nie sicher sagen. Was ist denn mit Cajun los, Alter? Was haben die dem gegeben? Ich habe keine Ahnung, der macht die komplett kaputt momentan. Cajun einfach fröhlich hier rein in den nächsten Headshot, ja, ne, vielleicht. Geht da noch mehr? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein bisschen B-Spot hier, safe, unter Kontrolle. Aber das war irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. 12 zu 4. Oh, Revolver Time. Da ist er. Revolvo. Dies gibt. Jetzt würde ich aber auch einen Kill sehen. Wehe, Chris, ich sehe jetzt keinen Kill. Mit diesem Revolver. Dann bin ich mad. Dann bin ich offiziell Tilt und werde meine Mausmütze, also meine Deutschlandmütze verbrennen. Da will ich jetzt aber wirklich was sehen. Er geht auf jeden Fall schon mal Richtung lang und das sollte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Komm jetzt. Gib. Oh mein Gott. Rippmütze. Das war's dann. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder lang eingenommen bei Astralis und müsste eigentlich wieder ordentlich durchpushen können. Ja, man legt auch schon die Bombe hier. Vielleicht könnte... Oh, Ripnex, ja. Hat nicht damit gerechnet, dass einer nochmal über die Kante drüber schaut. Dennis und Speedy. Und jetzt ist es nur noch Speedy. Und auch der geht down, 13 zu 4. Tja, Mausbots muss in die Eco, das heißt also, sie werden
Astralis die 14. Runde nicht schenken müssen, aber halt wahrscheinlich recht leicht überlassen müssen. Baba, ich habe extra nicht mit Beweisvideo gesagt, weil ich genau wusste, dass er keinen Frag damit machen wird. Deswegen werdet ihr niemals erfahren, was eigentlich mit der Deutschlandmütze passiert. So, Next hat den First Frag in der Mitte hier schon mal setzen können mit seiner OSP. Wird. Ne, wer weiß gar nicht, der rausgenommen wurde. Er hat einen zweiten Frag gemacht. Das geht jetzt ab Next hier. Zwei Kills, jawohl. B aufhalten können, aber dann kommt wieder einer, der Cajun B heißt. Speedy und Dennis trotzdem jetzt also nur noch im 2 gegen 2, auch wenn Next da alles getan hat, was er irgendwie konnte. Das könnte ein guter Move sein, wenn Dennis hier das richtige Timing beweist, dann könnte er Cypix da rausnehmen, aber er hat sich nur dafür entschieden, durch die Smoke zu sprayen, wird das dementsprechend also auch noch abgeholt, hat Cypix, oder Cypix hat mitbekommen, dass er da angesprayt wird, auch wenn es die USPS war, man sieht natürlich trotzdem die Tracer, die muss er einfach nur zurückverfolgen und dann dementsprechend da ungefähr in die Richtung sprayen, dann passt das schon. So, Speedy hat er die Nade abbekommen, 66 HP nur noch übrig, er hat keinen Kevlar an, also wird es schon hart genug, beide Waffen also One-Shot, sowohl die AK sowieso immer, als auch die Galil. Und Cajun ist es mit seiner AK, der seine Stats einfach noch weiter aufbessert. 14 zu 4 für Astralis und Cajun mit sage und schreibe 25 zu 2. Alter Schwede. Kann man mal bringen, das ist quasi Olaf-Meister-Niveau. Smurf dieser Cajun B. Spielt hier wahrscheinlich gerade eine. Oder sagen wir es anders, Cajun wie Boosting Service. Alles nur Boosted Spieler aus der Cajun. Und Nico. Cajun und Nico nicht geboostet. Der Rest schon. Okay. Quatsch natürlich. Ja, er hat halt einfach momentan ein super gutes Spiel. Und wenn halt einer so eskaliert. Das ist halt immer das Problem bei diesen Tier 1 Teams. Du hast halt jederzeit. Ist einfach jeder Spieler in der Lage, so ein Spiel komplett einfach alleine in die Hand zu nehmen und durchzucarryen, wenn es sein muss. Und genau das macht halt Cajun momentan. Die anderen brauchen sie nur zurückgehen und Cajun einfach machen lassen. Jetzt kommt die Priya auch nochmal mit rein. Und das ist halt genau der Punkt. Nur weil Cajun hier jetzt alle Frags macht, bedeutet das nicht, dass die anderen nicht dabei sind im Spiel. Sondern jetzt kommt die Priya einfach um die Ecke, teilt seinen Headshot aus, macht die Schelle. Ja, und schon ist der Spot halt trotzdem wieder offen. Man versucht's, aber wieder im Retake. Und jawohl, jetzt hat man hier mal die ersten beiden Frags bekommen. Kerrigan aber aus der CT-Base raus mit zwei Kills. Wo war die Ansage? Dass er da unten steht. Die kam zu spät. Oder man konnte nicht mehr schnell genug darauf reagieren. Einfach Speedy muss sich zurückziehen. Hat die AWP wenigstens noch dabei. Aber es wird die 15. Runde für die Spieler von Astralis sein. Und somit auch die sehr, sehr gute Chance, da auch direkt den Deckel draufzusetzen. Speedy versucht sich zu verteidigen. Aber durch diese Flash keine Möglichkeit mehr. Zu 4. So, geht auf dem Haus nochmal was? Oder ist hier direkt Schluss? Ist hier, heißt hier gleich 16-4. Heißt hier RIP. Ich hoffe es natürlich nicht, aber es sieht momentan stark danach aus, weil Astralis einfach jede noch so wahnwitzige Situation im Moment einfach dreht. Ah, Dennis hofft, die Hoffnungsdiegel wirklich durch die Smoke auch noch gehofft, aber Cajun, den interessiert ihn gar nicht mehr. Der wird jetzt einfach nur noch Kills machen, am besten nicht mehr sterben. Er wäre dann pro Halbzeit einmal gestorben. Oder hatte die zwei Tode sogar aus der CD-Hälfte mitgenommen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht war sogar noch die 30 voll, nicht ganz. 29 zu 2 für Cajun zum Ende dieses Spiels. Haben Mausports heute einfach nicht richtig reingefunden. Und Astralis muss man auch auf der anderen Seite sagen, extrem stark heute. Unglaublich gut einfach von Cajun.